Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Baphomets Fluch, der Director's Cut Version. Die Neuauflage, wer es nicht weiß. Ja, wir stehen hier mitten in Spanien und suchen einen verschollenen Brunnen zu dieser Festung, Burg, was es damals mal war. Und ich habe keine Idee wo. Vielleicht brauche ich einen Schlauch, um später in den Brunnen klettern zu können. Allerdings habe ich zwei Probleme. Erstens, ich habe nichts, um diesen Schlauch an mich zu bringen. Und zweitens, Lopez ist sowieso gerade dabei, den Rasen zu springen. Genau, das ist es, ein Rasen. Da fällt mir ja gleich nichts mehr ein. Hier, Schlauch ist angeschlossen, aber ich kann höchstens die Kammer anschauen. Das heißt, es hilft mir nichts. Oben bei der Gräfin war eigentlich auch nichts. Der Ritter ist ganz nett, aber nicht mehr nützlich. Hier draußen haben wir uns auch so ziemlich alles angesehen, was hier so rumkreucht und fleucht. Lupus hat uns des Öfteren schon gesagt, dass er noch eine Idee sucht, wie wir den Brunnen finden können. Währenddessen füllt er ihn auch ordentlich auf. Wahrscheinlich ist er hier genau irgendwo, wo er alles nass macht. Keine Ahnung. Das Einzige, was mir noch sinnvoll erscheint, nachdem wir hier auch den Ort nicht mehr verlassen können, ist das Mausoleum. Deshalb werden wir zum Mausoleum gehen. Und uns ja ganz wagemutig an diesem Mausoleum ausprobieren. Was meine ich damit? Naja, eben ganz simpel probieren. Hier, wir können oben, ich hoffe, das wird nicht zu lange dauern, diese Figur mit Gips bewerfen. Funktioniert nicht. Bild hochwerfen macht keinen Sinn. Kette hochwerfen vielleicht? Nein. Öltuch hochwerfen? Nein. Also Schminktuch mit öliger Farbe, wie auch immer. Elektroschocker funktioniert natürlich auch nicht. Werkzeug komplett sinnfrei. Spiegel hochwerfen hätte noch zumindest einen gewissen Charme. Karte hochwerfen geht nicht. Und Schlüssel hochwerfen. Hier, das können wir uns noch anschauen. Ich glaube, sowas funktioniert nicht. Probieren wir unser Glück hier drin. Spiegel anbringen an dem Grab. Nein, auch Gipsen können wir nicht. Foto ist sinnfrei. Die Kette hätte vielleicht noch irgendwie einen Effekt, abwischen von dem, von der Statue vielleicht. Nein. Elektroschocker ist leer, Werkzeug ist benutzt, Spiegel hatte ich probiert, Karte und Schlüssel sollte eigentlich keinen Sinn ergeben. Was haben wir denn noch hier? Oh, eine Kerze, ein Pult, die Maria, den Stab, das Fenster. Gut. Kann ja nicht allzu lang dauern. Gips im Fenster bringt nichts. Bild im Fenster bringt nichts. Kette. Kette bringt nichts. Lappen bringt nichts. Das Ding ist leer. Das Ding haben wir für Gullis gebraucht. Spiegel im Fenster. Nein, Karte auch nicht. So. Was haben wir noch? Die Maria. Maria Gibson. Nein. Ketten. Nein. Gott sei Dank, das wäre auch irgendwie seltsam. Die heilige Maria in Ketten. Naja, wem es gefällt. Ja, die Schlüssel sind ja auch durch. Karte bringt eigentlich auch nichts. Wunderbar. Was haben wir hier noch? Das Pult. Spiegel und Pult. Habe ich, glaube ich, schon mal ausprobiert. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Es funktioniert auch nicht. Pult Gibson bringt nichts. Kette auf dem Pult. Nein. Pult abwischen auch nicht. Spiegel hatte ich, glaube ich, gemacht. Spiegel an den Stab. Dann würde ich versuchen, erstmal Gips. Gips kam ja schon öfters vor. Kette am Stab. Bringt leider auch nichts. Lappen am. Der poliert sich jetzt den Stab. Nur ein Schelm, der dabei Böses denkt. Genau. Ja. Nein, er poliert sich gar nicht den Stab, er kokelt unser Tuch an. Ah. Okay. Okay. Das ist nett. Das verstehe ich nicht. Ja, das Fenster ist offen. Das Fenster ist offen, das heißt, mach's doch mal mit dem Stab zu. Und jetzt? Hier gibt es nichts zu löschen. Ich lege ihn wieder weg und fühle mich wie ein Idiot.
Ja, fühle dich weiterhin wie ein Idiot, das sollst du sollst damit ja nichts löschen, du sollst damit was anmachen und ein Fenster zumachen. So. Ah, so macht das zu. Ha! Gutes Kind, sehr gut. Gut gemacht, George. Und jetzt können wir wahrscheinlich das Ding nochmal anzünden. Tatsächlich. Unser Öllappen brennt und jetzt können wir damit die Kerze anzünden und die macht ein Licht, das uns jetzt sagt, da ist der Schatz oder der Brunnen, noch besser. George, stehst du jetzt wirklich Stunden, vielleicht gar Tage darum und wartest, bis die Kerze runtergekuckelt ist? Die Kerze hat besonders hell gebrannt, aber nur wenige Minuten. Irgendeine besondere Mischung vermute ich. Das hier ist dabei herausgekommen. Eine komplexe Form, von Expertenhand aus Stein geschnitten. Ich halte es für eine Art Schlüssel. Wow, okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Möglich, dass ich ein verborgenes Ding ans Licht gebracht habe. Die Kerze in dem Mausoleum enthielt eine Art Steinschlüssel. Super, wir haben einen Steinschlüssel gefunden. Das hilft uns aber nicht weiter. Ich habe jetzt irgendwie gehofft, dass da, ja, diese Kerze hier irgendwie ein Licht gemacht hat. So durch die Scheibe geleuchtet und dann wird der Brunnen angestrahlt Hoch oder oben in so. der Kuppel sehe ich Fenster. Ja, die sind jetzt aber zu. Das ist doch prima. Ich habe immer noch das Problem, ich finde den Brunnen nicht. Verflixt. Ja, George, dann ab. Vielleicht kann Herr Lopez uns jetzt helfen. Nachdem wir den Hallo Schlüssel Lopez, gefunden haben Sie haben. kurz Zeit für mich? Aber sicher, Senor. Wie kann ich Ihnen helfen? Hier, ich habe einen Schlüssel oder so. Wissen Sie, was das hier ist? Nein, Senor. Ist das eine Art Schlüssel? Ja, ich glaube, so etwas Ähnliches. Woher haben Sie ihn? Er war in der großen Kerze im Mausoleum versteckt. Und Sie haben sie abgebrannt. Ich habe mich schon gefragt, was das für Licht war, das ich durch das Fenster gesehen habe. Meine Herrin wird wütend sein. Diese Kerze war Jahrhunderte alt. Ah. Und trotz des heißen Wetters hat sie ihre Form tadellos behalten. Interessant. Gut, vielleicht kann er uns ja trotzdem weiterhelfen. Ich habe hier einen öligen Lappen. Dieser Lappen ist verkohlt. Da hören Und Sie von mir verkohlten. keinen Widerspruch, Senor Stobbart. Ah ja, das hätten wir uns sparen können. Weißt du jetzt, wo der Gerade Brunnen irgendwelche ist? Ideen? Wir suchen nach einer Wasserstelle, Sie? Richtig. Seit vielen Generationen kennt die spanische Landbevölkerung einen geheimen Weg, Wasser aufzuspüren. Selbst wenn es mehrere Meter unter dem Boden liegt. Oh, Sie reden nicht zufällig von Wünschelroutengängern? Bitte? Sie wissen schon, Sie nehmen sich ein Stöckchen, rennen damit rum, bis es zuckt und da buddeln Sie dann. Ah, Sie haben schon davon gehört. Der größte Teil der Weltbevölkerung auch. Okay, suchen wir uns einen Stock. Uno momento. Es muss eine spezielle Route sein. Ein Y von einem Haselnussstrauch. In Ordnung, haben Sie hier irgendwo Haselnüsse? Sie. Hier, das sind Haselnüsse. Und wiederum ein Schelm ist, der wer dabei Böses denkt. Ich will nicht wissen, was für Haselnüsse er gemeint hat, aber ich sehe. Oh, was sehe ich da? Ach, das Meer wahrscheinlich. So sieht also ein Haselnussstrauch aus. Ich gehe rüber, um einen brauchbaren Zweig zu finden. Ich kann das einfach nicht glauben. An dem ganzen verdammten Ding ist keine einzige Y-förmige Rute. Aha. Gut, suchen wir mal weiter. Es muss hier also irgendwo noch so einen Haselnussstrauch geben. Zur Not müssen wir Lopez nochmal fragen. Oh, da. Ja, super. Ein Strauch. Ein Ich Busch. gehe rüber, um einen brauchbaren Zweig zu finden. Aha. Wir haben jetzt einen wunderschönen. Eine dünne, biegsame Haselgerte.
Ast, super. Ich gehe noch kurz die Gräfin ärgern, dass wir jetzt eine Steinstatue gefunden haben. Also einen Steinschlüssel. Mal sehen, was die dazu zu sagen hat. Hallo Mein nochmal, Gott, darf ich was mich ist das setzen? wieder? Bitte bedienen Sie sich. So, wir haben hier einen Was verkohlten denken Sie, Lappen. wenn Sie dieses verkohlte Tuch sehen? Dass Sie pyromanische Neigungen haben. Ja, das stimmt. In diesem Fall zumindest. So, was haben wir hier noch? Den Schlüssel. Was halten Sie hiervon? Das sieht aus wie eine Art Schlüssel. Wo haben Sie den her? Er steckte in der großen Kerze im Mausoleum. Innen drin? Was haben Sie damit gemacht? Ich habe sie angezündet. Aber die ist unersetzlich. Hören Sie, die Kerze sollte in dem Fall angezündet werden, dass die Mauren angreifen, richtig? Also sie ist in Windeseile runtergebrannt und hat diesen Schlüssel freigegeben. Vielleicht war das der eigentliche Zweck, warum die Kerze angezündet werden sollte. Worauf wollen Sie hinaus? Dass das Anzünden der Kerze nur das Gegenstück zum heutigen Scheibe im Notfall einschlagen war. Gefühle dürfen bei der Lösung des Rätsels nicht im Wege stehen. Sie haben das Richtige getan. Ja, wir haben was richtig gemacht. Super, George. Vielleicht doch nicht. Na gut, okay. Wir müssen Ich schaue mich mal um, wenn ich darf. Mein Haus ist auch Ihr Haus. Ich werde hier bleiben. Ja, danke. Wir müssen mal zu Lopez. Vielleicht kann er uns erklären, wie diese Winchelroute funktioniert. Und ja, wenn wir das gemacht haben, laufen wir hier mal mit der Winchelroute rum. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Hier, nimm mal Lopez. Hallo Lopez, haben Sie kurz Zeit für mich? Aber sicher, Senor. Wie kann ich Ihnen helfen? So, jetzt habe ich meine Winchelroute und nun? Ganz simpel, Senor. Halten Sie die Rute an den oberen Enden des Y fest. Üben Sie ein wenig Druck aus dem Handgelenk aus, sodass die geringste Bewegung der Rutenspitze deutlich wird. Und gehen Sie langsam und gleichmäßig über das Grundstück. Das klingt wirklich leicht. Wir werden den Brunnen im Nullkomma nichts gefunden haben. Da bin ich gespannt. Wo ist Lopez? Ah, okay. Er pflegt das Wiesenstück hier unter dem Bäumchen. Na, George? Sieht nicht nach 0, nichts aus. Ja, Lopez macht schon sein verdientes Mittagspäuschen und liest sein Büchlein. Vielleicht ist er auch schon im wohlverdienten Abendfeierabend sozusagen. Und George hat noch nichts gefunden. Senor Stobart, Sie haben etwas gefunden. Ach Das echt? hier ist es. Hier finden wir den Schatz der Templer. Seit Hunderten von Jahren hier verborgen. Den Blicken der Welt entzogen bis heute. Das Geheimnis ist enthüllt. Es ist eine Blechdose. Ich bin hier mit dem Zweig in der Hand rauf und runter gelaufen, um eine Blechdose zu finden? Da steht noch Wasser drin. Das muss die Wünschelrute entdeckt haben. Ich müsste mal einen Archäologen fragen, aber ich glaube nicht, dass die Tempelritter diese Dose hinterlassen haben. Obwohl, Senor Stobbart, dieser Rasen vor sehr, sehr langer Zeit angelegt worden ist. Diese Dose könnte sogar noch aus dem Napoleonischen Krieg stammen. Schmeißen Ach Sie die was? weg und ich versuch's nochmal. Lopez wirft die Dose weg. Sie scheint sehr, sehr tief zu fallen. Das Platschen am Ende des Falls bestätigt, was wir beide schon vermutet hatten. Der Da legt Brunnen? mir doch einer ein Hühnchen. Aha. Es war die ganze Zeit hier, all die Jahre, und niemand hat es gefunden. Wir stehen einen Moment in ehrfürchtigem Staunen und bewundern all die Geheimnisse um uns herum. Ich hätte da runterfallen können. Ich möchte nicht wissen, wie viel da tatsächlich runtergefallen sind, weil der Brunnen scheint ja nicht abgesichert zu sein. Die Quelle ist seit Jahrzehnten verschwunden. Die Luft ist kühl nach der Hitze der Mittagssonne. Aber das ist nicht der Grund für die Gänsehaut auf meinen Armen. Ich habe ein wirklich, wirklich schlechtes Gefühl bei dieser Sache. Ich habe ein ganz mieses Gefühl, um Star Wars zu rezitieren.
Was haben wir denn hier? Irgendwann in grauer Vorzeit hatte es hier einen Felsrutsch gegeben. Riesige Steine. Ich hätte jetzt gerne einen Schutzhelm. Das glaube ich dir, George. Was gibt's denn sonst noch? Ah, der Weg nach oben. Da gibt es noch einen Brunnen zum Angucken. Es ist ein weiter Weg nach unten. Die gleißende Mittagssonne scheint fast senkrecht in den Schacht hinunter, und ich kann trotzdem das Wasser noch nicht sehen. Mittagssonne. Aha, das heißt, wir müssen in den Morgenstunden da rumgelaufen sein, weil George ist, wir haben es gesehen, Stunden unterwegs gewesen. Aus der Entfernung ist der Löwenkopf recht beeindruckend. Von nahem ist er furchterregend. Hey, einer der Reißzähne ist lose. Einer der Reißzwecke ist lose. Nein, Reißzähne ist lose. Wir zupfen ihm jetzt mal den Zahn raus. Ich höre, wie sich eine Menge Stein bewegt, und ich weiß, dass ich in Gefahr bin. Uff. Das hätte auch schief gehen können. Glück gehabt, Sehr George. komisch, ihr Gestörten. Senor Stobart, Senor Stobart, sind Sie in Ordnung? Es ist okay, Lopez, mir geht's gut. Jesus, du mir als Dada, Sie haben mich erschreckt. Netter Versuch, Templer. Okay, was sehen wir da? Oder was ist da? Ich wünschte mir, ich hätte Learys Taschenlampe dabei. Es ist zu dunkel, um etwas zu sehen. Ich muss mich auf meinen Tastsinn verlassen. Fühlt sich an wie eine raue Steinmauer. Ich wurde fast umgebracht und das nur für eine falsche Fährte. Ja, das glaube ich nicht. Aber Taschenlampe war vielleicht ein guter Hinweis. Haben wir irgendwas, was Licht macht? Verkohlten Lappen. Hilft nichts, oder? Nein. Der Schlüssel hilft nichts. Spiegel. Spiegel. Senkrechte Sonne. Ja, passt. Spiegel daran halten und wir können das Licht hier rüber lenken. Dann könnten wir bestimmt sehen, was da hinten noch los ist. Ich kann den Spiegel benutzen, um das Licht von oben zu reflektieren. Ganz meine Idee. Da, in der Mitte der Türe, kann ich eine Art Dose sehen. Scheint wohl doch nicht die Sackgasse zu sein, nach der es aussah. Ja, das ist ja super. Dann schauen wir uns nochmal die Dose an. Mal sehen, was wir da noch Näheres finden. Da ich jetzt weiß, wonach ich suchen muss, finde ich es innerhalb weniger Sekunden. Und da ist sie, eine bearbeitete Öffnung, so glatt und perfekt, als wäre sie erst gestern gehauen worden. Ja, und wir haben eine ganz glatte Figur. Das bedeutet, wir können die Figur wahrscheinlich da reinstopfen. Ich schiebe den Steinschlüssel ins Schloss. Die Schalter dort bewegen die Wählscheiben. Oh. Gut, römische Zahlen. L für 50, X für 10. Ihr kennt das ganze Prinzip ja wahrscheinlich auch schon. 1 bis 9, hier ist leer. Dann 10, 20 bis hoch auf 99. Von 1 bis 99 können wir alles einstellen. Und was fällt mir dabei ein? Wir haben doch irgendwann schon mal Zahlen aufgeschrieben. Irgendwo müssen doch. Ha, da, seht ihr es? Mit erstem Blick erkannt, wir haben irgendwann mal Zahlen aufgeschrieben von dem Grab und wir werden jetzt die Zahlen hier einfach mal durchrattern. Das wäre 14. Sollte ich mir das aufschreiben? Noch, wir probieren es erstmal so. Einfach nur zum Testen. Ah ja, okay. In die Richtung dreht das. Wunderbar. So wie ich es mir gedacht habe. 14. Ah, den Knopf wahrscheinlich. Ich höre, wie sich das Schloss bewegt. Entweder fällt mir das auf den Kopf oder die Wand. 14. Okay. Und jetzt? Ach Gott sei Dank, ich kann noch mal in mein Buch reinschauen. 27, 6, 81. Gut, machen wir mal weiter. 27 wäre das nächste. 27. Scheint zu stimmen. 6. Okay. Und 81 wäre das nächste, oder? Das sind 80. Genau auf der anderen Seite, war ja klar.
81. Nochmal ins Buch schauen. Bis hierhin haben wir es. 3, 1 und 17. 3. Scheint richtig zu sein. 1. Ja. Nächste war 17. Gehen wir in die Richtung. Siebzehn. Jawohl. Dann 12 und 25. Ah, 12. 12, dann 25. Wieder auf der anderen Seite, war ja klar. Zwölf. Und 25. Okay. Oh ja, dafür gibt's hoffentlich Bonuspunkte. Ich wusste, dass ich mich auf mein Fingerspitzengefühl verlassen kann. Naja, sagen wir lieber mal auf dein kleines schlaues Heftchen, das uns die Zahlen verraten hat. Aber bevor wir hier in den nächsten Raum gehen, muss ich mich leider von euch verabschieden. Und ich hoffe, ihr schaut in der nächsten Folge wieder rein. Dann erkunden wir den Raum und bis dann. Gute Nacht da draußen, was immer ihr sein mögt.